Musik zusammen mit meiner Liebe zur Sprache zusammenbringen darf. Ich habe wahnsinnig viel durch diese Zusammenarbeit lernen dürfen über Bach und seine Musik. Das ist langsam 10 Jahre von Texte jetzt, 150.000 Wörter von Anselm Hartinger. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann seine Sätze zu Ende reden. Das muss bei ihm ganz seltsam sein, weil er mich überhaupt nicht kennt. Aber es ist wirklich eine spannende Arbeit. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, eben wieder eine wesentliche Mitarbeiterin bei uns in der Bach-Stiftung. Unser Gast Michael Maul, er ist Intendant Bachfest Leipzig. Ich freue mich, Michael, dass du hier bist. Und ich weiß, dass du auch gerne River Rafting machst, sportlich tätig bist, aber Musikwissenschaftler. Aber vielleicht erklärst du unserem Publikum ein bisschen, wie du dich siehst. Was ist das Bild von dir? Mein eigenes Bild, bevor wir zu dem von Bach kommen. Also, first of all, danke, dass ich wieder hier sein darf, Rudi. Es ist jedes Mal ein Vergnügen hier. Danke für die Einladung und danke auch diesmal für die Einladung, wo ich mich vielleicht dem widmen kann, was ich am meisten oder am liebsten mache, zu versuchen, die Geheimnisse von Bach zu ergründen. Ich bin 1978 in Leipzig geboren, dem Ort, wo Bach die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat. Ich habe mich sehr zeitig in ihn verliebt. Ich habe als Kind angefangen, Geige zu spielen, und dieser Mensch, barocke Mensch mit der Perücke und dem Kanonblatt, der war irgendwie von Anfang an für mich irgendwie interessant. Und je mehr ich Musik von ihm kennenlernte, umso mehr löste das bei mir den Reflex aus, herauszufinden, wer ist der Mensch hinter dieser Musik, the man behind the music, also der einfach Stücke wie die Matthäus-Passion oder die Brandenburgschen Konzerte oder was auch immer sich ausgedacht hat. Was muss das für ein Typ gewesen sein? Und ich habe das Privileg, dass ich jetzt schon also über 20 Jahre am Bacharchiv in Leipzig als Wissenschaftler arbeite, viele Jahre durch die Archive in Mitteldeutschland gegangen bin, um möglichst noch die goldene, verlorene Bach-Ananas zu finden. Und ich hatte auch doch die eine oder andere tolle Entdeckung machen können, bis hin zu unbekannten Werken von Johann Sebastian Bach, die mir in die Hände kamen, seine frühesten erhaltenen Notenhandschriften. Also kurzum, ich bin so eine Art Trüffelschwein für Johann Sebastian Bach und ich bin zugleich wahnsinnig schlecht darin, meine Begeisterung für Bach zu verbergen. Und das macht mir total Spaß, also sie tatsächlich mit der Welt zu teilen. Einerseits in meinen Aufsätzen, meinen Büchern, auch eine Sendereihe zu Johann Sebastian Bach auf dem Deutschlandfunk, Kultur, Universum, JSB heißt hier, so eine Art Hörbiografie zu Bach. Und zugleich habe ich die große Freude, dass ich eben auch einmal im Jahr für 10 Tage meine Begeisterung mit den anderen Bachianern auf dieser Welt teilen kann in einem großen Festival, dem jährlichen Bachfest. Und also kurzum, ich lebe wie die Made im Bachspeck. Can I have a moment to tell everybody about you in English? Okay, no problem. This is Michael. And Rudy has told us that he likes river rafting, but Michael assures us that his very favorite thing truly is Bach and discovering Bach's secrets. Michael comes from Leipzig, of course, the town where Bach spent the last good 25 years of his life. He discovered him first through his violin playing. I think you were telling us last night as well that your father played an awful lot of Bach and that from a very early time you really wanted to find out who was the man who wrote the St. Matthew Passion. You've traveled extensively throughout Germany to be able to look in various archives. I believe you made a very important discovery at one stage, an important manuscript, I believe. Has been found thanks to you. And so you see yourself, you described yourself as one of those little pigs who has to look for truffles in the ground. Dog. A sniffing dog, very good. And for 10 days of the year, of course, you get to be the intendant of the Bachfest in Leipzig. Und mein dritter Gast, Stefan Haupt, Filmregisseur. Wir kennen ihn als der Regisseur des berühmten Zwingli-Films. Und wir haben uns kennengelernt
letzthin, es geht um einen Auftrag, den du bekommen hast, nämlich über Bach, einen Film zu schreiben. Und ich habe gedacht, das könnte ganz spannend sein zu diesem Thema. Wer ist Bach? Schluss und endlich musst du ja dann ihn auf die Leinwand bringen, also eine Figur auf der Leinwand haben. Und ich denke, es wäre schön, wenn, Stefan, du dich auch selber vorstellen könntest, unserem Publikum. Ja, das mache ich gerne. Ich bedanke mich auch herzlich, dass ich da in diese Runde eingeladen wurde. Ich bin 1961 in Zürich geboren und mein Vater hatte zwei Kirchenchöre dirigiert, Mutter war Organistin in der Kirche, das heißt, wir haben sehr viel Musik gemacht zu Hause und Bach war der Hauskomponist quasi. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass wir, ich war vielleicht 9 oder so, einmal die gesamte Johannespassion an Karfreitag zu Hause vor dem Radio gehört haben, was heute wohl kaum je noch vorkommt. Später mit 20 oder so hat es uns irrsinnig Spaß gemacht, Bach-Motetten ab Blatt zu singen. Oder ich durfte mal Bach-Arie als Oboist begleiten. Und das gehört einfach, oder das ist die Musik, die mich zeitlebens am tiefsten berührt hat. Und den Auftrag für den Bach-Film habe ich mir quasi selber gegeben. Also das war eine Frage an mich herangetreten, aber ich habe mich dann entschieden, was ganz anderes damit machen zu wollen. Die letzten 1,5 Jahre Bachs zu erzählen in einem Spielfilm. Und das ist sehr, sehr spannend, weil zum einen ist da natürlich meine eigene Welt, was ich ja über die Musik aufgesogen habe. Dann habe ich versucht, also bin dran an den ganz vielen Biografien, die es gibt, zusammen zu lesen, zu recherchieren. Und irgendwie zum Wichtigsten gehört es für mich, mit Menschen zu sprechen, wie zum Beispiel Michael oder auch mit dir haben wir uns darüber schon unterhalten. Anselm ist der Name auch gefallen und andere, weil ich merke, wie mich das nährt und wie spannend das auch ist, ob man mit Musikwissenschaftlern oder mit Theologen oder Feministinnen über Bach spricht, was da ganz für unterschiedliche Bilder kommen. Und ich muss sagen, jetzt also eine erste Drehbuchfassung liegt jetzt mal vor und das war für mich unglaublich, als ob ich selber mich an ein Monument wage, diese Figur plötzlich sich getrauen, Worte in den Mund zu legen. Was? Wie muss der gesprochen haben? Was war das für ein Mensch? Also, das sind die Fragen, die mich beschäftigen. And then I'll take a moment to talk about you too, for our guests. Stefan was born in Zurich in 1961. He grew up with music. His father was an organist, and not an organist, I apologize, he directed the choir. Good church choir. Yes. And I believe when you were 9 years old, you sat yourself down in front of the radio on Easter Friday, and heard the entire St. Matthew Passion, was it? Okay. And then going on as a 20-year-old to sing at sight read the motets, no mean feat. Also as an oboist, that you have accompanied some of his arias, and that's the music throughout your childhood and your early years that touched you the most, certainly. The idea for the film about Bach was a job that Stefan gave to himself, perhaps together with others. Working on that, there's, you know, this job that you have to bring your own ideas about Bach together with the biographies that you've been reading about him, all the discussions with various theologists, musicologists like Michael, also feminists. There are so many people with different impressions and opinions on Bach, and it's your job now to bring that all together and start putting words into the man's mouth. No small feat. Ich glaube, jetzt müssen wir noch eine Person hier in der Runde vorstellen. Das bist du, lieber Rudolf Lutz. Rudi, wir kennen dich alle als den Leiter, den Dirigenten der Bach-Stiftung St. Gallen. Wir sind ganz beeindruckt, was ihr hier alle zusammen geleistet habt. Ich habe dich kennengelernt, glaube ich, vor inzwischen 15 Jahren oder so auf einer Konferenz an der Schola Cantorum, wo du ja lange Zeit als
Professor für historische Improvisation gearbeitet hast. Und schon damals habe ich dich sozusagen in deiner Kernkompetenz, mir sozusagen lebend all das zu demonstrieren, wie ich mir den Bach damals vorstelle, also das an dir live zu sehen. Und ich glaube, die beste Art und Weise, wie du dich jetzt vielleicht noch mal vorstellen könntest, in dieser unglaublichen Eigenschaft zu improvisieren im Stile nicht nur Bachs, vieler anderer Komponisten, darf ich dir eine Knacknuss stellen? Wir haben ja hier eine Orgel. Und zwar, also bislang hat das immer geklappt, was auch immer ich für irrsinnige Aufgaben ich dir gestellt habe, du hast sie prima gelöst. Du kennst von Johann Sebastian Bach dieses wunderbare Capriccio über die Abreise des geliebten Bruders. Jetzt sind wir ja hier zusammengekommen in gar nicht so einfachen Zeiten. Also ich hatte eine lange Anreise. Würdest du an der Orgel, ich sag mal, in 2 oder 3 Minuten ein Capriccio über die Anreise des geliebten Bruders improvisieren, was vielleicht damit beginnt, im Präludio erstmal die Vorfreude zu schildern, die du oder die ich darauf hatte, auf dieses schöne Ereignis? Dann gehörte es zu meiner Anreise von Leipzig dazu gestern, dass mir die Deutsche Bahn mal wieder nicht leicht gemacht hat, sie zu lieben. Ich habe dann in München den Anschlusszug verpasst und habe ein Lamento darauf abgelassen. Also das sollte sozusagen der zweite Satz sein. Das Lamento über den abgefahrenen Zug, den verpassten Zug. Und dann vielleicht am Schluss das fröhliche Beisammensein der Brüder hier in Trogen gestern Abend mit dem Gratias zum Schluss. Gut. Kriegst du das hin? Ich werde mir natürlich Mühe geben, die Schuhe sind mindestens jetzt die geeigneteren für die Orgel. Und jetzt habe ich das große Glück, dass Alice das ja noch übersetzen muss. Und dann würde ich vorschlagen, dass du jeweils vielleicht sogar aufstehst und jetzt das in schönem alten, ja vielleicht thüringischem Dialekt ankündigst, den ersten Satz, und dann kann ich jeweils dann wechseln die Register. Gut, ich werde ins Sächsisch allerdings verfallen, weil das Thüringisch mir nicht liegt. Ich bin ja Leipziger, und da wir jetzt ein Werk des Reifenbach hören werden, dann passt auch der Sächsische. Ja, sicher, ja. Also. Okay, well, Michael was kind enough to introduce Rudy for us. Of course, we all know and love our artistic director. They've known each other for 15 years, and Michael has decided to give him an introductory kind of task at the organ. He has the job to improvise a capriccio. Bach, I believe, when it was his brother who departed for, where was he departing for, Michael? Yeah, that's a big question. We don't know for sure if he had in mind a real brother. Mm-hmm, and mm-hmm. His older brother, he went to the Swedish army, actually. Right. So that could be that this was the reason, mm-hmm. but maybe he was also thinking about a very close friend. So could have been. So, okay, so and literally now literally a brother could be. And now it is Rudy's job to compose, well, to improvise a capriccio for the arrival of a beloved brother. You traveled from Leipzig to join us yesterday. Right. I believe the Deutsche Bahn did not make it easy for you. So we need a kind of a lamento in the middle there about the train that departed right in front of your nose. And then it needs to segue somehow into the joy of the arrival and the very pleasant evening we enjoyed yesterday. Wir beginnen mit einem, dieses Capriccio, mit einem Präludio über das hüpfende Herzen vor Freude auf die bevorstehende Reise. And so now we need to start with the joyous heart, the anticipation of arrival. I would propose ba-ba, da-di, da-da, da-da. Is that okay? Which key would you like, Mr. Maul? Ich mach's dir leicht. Strahlendes C-Dur. Strahlendes C-Dur. Okay. We're going to get started in C major. Okay. Thank you.
das Lamento über den abgefahrenen Zug am Münchner Hauptbahnhof. Entsetzliches Herzeleid in C-Moll. Oh, in C-Minor, the tragedy of the departed train without Stefan. And without Michael, I apologize. Wunderbar, wie du vor allem das musikalische Opfer jetzt noch hier hineingewoben hast. Das passt sehr gut, weil dieser ICE, der zu spät in München ankam, kam in der Tat von Berlin. Brachte das königliche Thema mit. There was an integration of the musical offering that you noted right there. Ja, the King's Theme, das berühmte preußische Thema. Und jetzt brauchen wir natürlich noch den letzten Abschnitt des Capriccios. Das fröhliche Zusammensein der beiden oder der drei Brüder im Trogener Wirtshaus mit Gratias am Schluss. Wie soll das etwas derb oder nicht zu derb? Also es ist vielleicht am Ende ein bisschen entartet, ja. Und vielleicht beginnt es deswegen nochmal in C-Dur, endet dann aber wahrscheinlich in Astur. Wahrscheinlich. Okay, and so Rudy, your job would be to portray now the joyous party of the three brothers when they meet. It is allowed to get a little bit raucous towards the end. You should start in C minor. C major. Yeah. We've gone back to C major. And then just to add a twist to a flat major. Thank you.
Mal wieder hast du uns nicht enttäuscht. Stell dir vor, am Streaming hätte ich euch enttäuscht. Schon schrecklich. Ich hoffe, die Appenzeller haben gehört, dass ich noch ein appenzellisches Dreh gebracht habe. In Astur. Eine ungewohnte Tonart natürlich für die Geigen. Mm-hmm. You want to translate? Just a special little tribute there for all our Appenzeller viewers that you managed to build in there in your A major, A flat major section. Baut Bach eigentlich auch ab und zu Volkstümliches ein in seine Musik? Aber ja, ich meine, das berühmteste Beispiel ist die Bauernkantate. Da hat er das regelrecht zum Programm gemacht. Und wir suchen jetzt noch nach all diesen Zitaten, die da wahrscheinlich drin versteckt sind. Ja. Ganz berühmt auch der Schluss der Goldberg-Variation, ja. Ganz klar, ja, mit dem Kurtli-Bett. Das scheint ja überhaupt so ein besonderes Hobby der Bach-Familie gewesen zu sein, bei den Familienfesten möglichst intelligente, aber auch derb gemachte Quodlibets zu kreieren. Hochzeitsquodlibet von ihm gibt uns einen Eindruck davon. Dann dieser wunderbare Hochzeitsdialog von seinem Onkel Johann Christoph Bach. Also ich glaube, die hatten, die ganze Bach-Familie und speziell Johann Sebastian Bach, hatten einen Spaß daran, so wie du, bekannte Themen auf sehr gewitzte Weise in hochkomplexe Werke einzupflegen. So, Rudy, you were asking whether Bach also integrated elements of folk music into his compositions, and Michael was saying, yes, absolutely, of course. Certainly, a perfect example would be the Peasant Cantata. We even hear elements of the Goldberg variations in them, the Quodlibet towards the end. The Bach family are famous for their Quodlibets, the joy that they had in playing them together. And I think in this Peasant Cantata, you have done an awful lot of research, but we do know that there's still an awful lot of quotes of various folk tunes that we've yet to discover yet. Yeah, we are still trying to encode all these quotations in it. Yeah. Right. Ich finde, das war jetzt aber schon ein sehr schönes Beispiel für die Frage, the man behind the music. Mm-hmm. Also wir sitzen da und staunen einfach, also ich jedenfalls, was du einfach hinlegst da aufs Parkett, respektive auf die Manuale. Wer ist der Mensch, der sowas erfindet? Jetzt in diesem Fall du, oder? Mm-hmm. Also wie lässt sich von dieser Musik auf den Menschen schließen? Und natürlich hast du beim zweiten Satz gesagt, Lamento. Aber wenn ich die Erzählung von gestern in Erinnerung habe, deine Wut da, nicht nur das Lamento, dann hätte ich zum Beispiel mir vorgestellt, dass der Bach da, der konnte ganz offensichtlich auch unglaublich wütend werden und saftig wütend, ja. Also überhaupt nicht nur, was wir kennen aus traurig, ganz tief empfundener Musik, sondern das ist etwas für mich, was sehr spannend ist, je mehr ich lerne über ihn, dass das Bild sich ändert, dass da einer ist, der all diese Musik geschrieben hat, aber der ganz sicher dazwischen in Momenten, in denen er verletzt war von irgendetwas oder abgestoßen oder so, unglaublich eruptiv wütend werden konnte, denke ich jedenfalls. So, Stefan, you're wondering, a man who can improvise that kind of music just the way that Ruedi does, what kind of a person is that? And that kind of person, what does it also then mean for his music? You were talking about that lamento that he played, and that there's so many facets and different emotions that come out in Bach's music, and no little rage, in fact. He could really be quite angry when he was hurt, and the ways that can sometimes come out in his music. You know, we often associate with Bach's music more the sorrowful elements, but you're also interested in those other elements of his personality that are also expressed in the music. Also ich kann das total unterstützen, was du sagst. Also man kann, glaube ich, ohne Not behaupten, Bach war in den Dingen, die er getan hat und die er gern getan hat, intensiv. Also wir wissen das aus seiner Musik. Also die Affekte sind einfach mal intensiv ausgeprägt.
Aber jetzt mal, um mal ganz profan zu Menschen zu kommen. Ja, wir haben die ein oder andere Getränkerechnung, wenn er eine Orgel geprüft hat. Da muss man sagen, da war er auch intensiv. Also diese vielen Eimer und Kannen Wein oder Bier, die da irgendwie den Bach heruntergeflossen sind. Ja. Das ist auch beachtlich. Na, Bach hatte 20 Kinder. Auch das ist intensiv. Das zeugt von intensiv, würde ich sagen. Denn natürlich, klar, hatten damals die Familien mehr Kinder als heute, aber auch da muss man sagen, im zeitgenössischen Vergleich ist er Spitzenklasse. Ja. So, Michael was saying that, of course, everything that Bach did was intensive, was very intense. We see that with all the use of effect in his music. That he was also, when he partied hard. He was a good drinker. I believe when he sometimes even had to examine an organ, for instance, that part of the payment may have been in wine, or that he certainly needed a steady supply of it on the side. The man had 20 children. Everything he did was intense. And if you think about the piece Deposuit in the Magnificat, I'll be shouting now, I'll be very loud now, so take care, I don't blow you off. Yes. Pidi tidi tidi dum para ready tidi 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 pidi tidi dum tidi dum tidi dum tidi dum pam, and it goes on ram ta dum ta dum ta dum ta dum. It doesn't stop anymore. Or other pieces like Blitz und Donner, of course, where he's really very angry. I absolutely can. I'm sorry. I'm talking English. Could you translate me afterwards to German? No, you can do that bit yourself. Really. I might have forgot what I was saying. Nein, du hast ja wunderbar, also jetzt einfach zwei Beispiele gebracht, wo man diesen ganz intensiven Bach auskomponiert hört. Also im Deposuit, im Magnificat, sind Blitze, sind Donner. Ich hätte jetzt noch gebracht, was ich total verehre, aber wo ich finde, dass er fast vom Affekt her einen Schritt zu weit geht, ist diese unglaubliche Arie Himmelreise, Welt erbebe, aus der zweiten Fassung der Johannespassion, nur da drin, also eine Bassarie, komponiert als eine Art Reflexion auf diese Ohrfeige, die Jesus empfangen hat von dem Knecht beim ersten Verhör. Und Bach lässt da wirklich diesen Zorn, den offenbar ein Jünger oder die gläubige Seele beim Anblick dieser Szene verspürt, komponiert er aus und lässt aber als Kontrapunkt den Sopran noch regelrecht hineinschreien, die Choralmelodie Jesu, deine Passion. Und das ist wirklich ein musikalischer Horrortrip, ist das, ja. Okay, you also had an example of when Bach had this really intense approach in his music, a movement from the St. John Passion, I believe it was. You can tell us exactly which one it is again. Himmelreise, Welt erbebe. That's an aria from the second version of St. John Passion, and he used it only in this version. Mm-hmm. Maybe because after the performance, the pastor said, "Oh, it's full of art, but you need to deal with your audience not that hard." I mean, that was maybe too intense for them. So the effect was a little maybe too strong. We have Jesus getting a good slap across the face during his interrogation, and by contrast, at the same time, a soprano singing a chorale, two very extreme effects juxtaposed together. Ja, ich kann nur jedem empfehlen, sich diese Arie, die in der Fassung, wie wir meistens die Johannespassion hören, leider nicht dabei ist, sich mal anzuhören. Also das ist wirklich aller intensivster Bach. Mhm. Solche Sachen, Stefan, wirst du ja alle dann einbauen im Film. Diese Familienfeste, dieses Kodlibet, diese Musik, die dazugehört, auch wahrscheinlich das Komponieren von Johann Sebastian Bach. Kannst du ein bisschen erzählen von deinen Gedanken, die in diesem Bach-Film sich entwickeln werden oder schon entwickelt haben? So, Stefan, how are you going to build all these ideas about Bach into your film? You know, his family life, these Kodlibets. What are your ideas so far? Das ist ja sehr spannend, wie schnell wir wieder bei der Musik sind und wie er komponiert hat. Und was ist der Mensch dahinter, oder? Ja. Und
Also aus der Erfahrung vom Zwingli-Film wusste ich, ich will die Zeit reduzieren, in der das spielt. Und deshalb, und weil ich selber ein ganz tiefes Erlebnis mit dem Eingangschor der Johannespassion habe, kamen wir im gemeinsamen Gespräch darauf, dass er das 49, ein Jahr vor seinem Tod, mehr oder weniger, nochmals aufgeführt hat. Und deshalb beschäftige ich mich primär mit den letzten anderthalb Jahren. Und da hat im Januar seine Tochter, seine Lieblingstochter, sagt man, Lieschen, den Schüler Alt-Nicole geheiratet. Und das verwende ich, um diese Lebendigkeit zu zeigen. Also, dass da auch gefeiert wird und dass da Quodlibets nachher sind und getanzt und so. Und dass er da noch richtig im Saft ist. Gleichzeitig weiß man, dass das die Zeit ist, wo seine Augen immer schlechter wurden. Möglicherweise kleine Schlaganfälle schon oder so, oder dass das irgendwann auftaucht. Gleichzeitig fand ich sehr spannend, bei der Auseinandersetzung zu realisieren, dass er ein Kind hat, das behindert war, Gottfried. Das ist sehr spannend auch wieder da zu sehen, dass man nicht genau weiß, wie behindert war der wirklich. Das gibt uns dann auch eine gewisse Freiheit. Das finde ich aber auch sehr, sehr schön und spannend, ihn zu zeigen mit einem behinderten Sohn, der war zu jener Zeit schon 25, und da eine ganz liebevolle Vaterseite zu zeigen, wie er den nicht verstößt, im Gegenteil, wie er den liebt und dabei hat oder so. Dann folgt, also da haben wir, das geht jetzt zu weit, das Ganze zu erzählen, aber da haben wir einfach nach einer Entwicklung gesucht, weil ja Film primär immer auch Handlung heißt. Dass wie sich das mit den Augen immer schwieriger wird und dann die ganz große Frage für einen, der zeitlebens ganz vital war, das ist ja, also je mehr ich mich vertieft habe und versucht habe vorzustellen, mit 9 ein Waisenkind zu sein, in seinem Alter da, 64, ein Jahr vor seinem Tod, da ist er der Einzige in seinem weiten Umfeld. Alle Geschwister sind schon tot. Seine Eltern waren früher gestorben. Also 10 oder 11 zu jener Zeit seiner Kinder gestorben. Der kannte den Tod wahnwitzig fest. Ja? Wie geht er jetzt damit um, dass das plötzlich an ihn selber rankommt? Und da weiß man dann ja letztlich erstaunlich wenig. Das ist aber auch wieder ein Geschenk, dass man sich da hineinfühlen kann. Wie muss das für ihn gewesen sein? Und ich denke, der wollte unbedingt noch weitermachen, weil nur das ein Grund war, dass er sich einer ganz gefährlichen, heftigen Augenoperation unterzog. Mhm. Im April, März, April 50. Mm-hmm. So Rudy was asking Stefan about how was he going to portray this man Bach in his film, and Stefan was saying that he wants to focus on a very specific period, not to make it too broad. The last 1.5 years of his life, for Stefan, he's very personally touched himself by the St. John Passion, and that's where you're going to start. That's a work that Bach returned to in his later years. I think he reperformed it in 49, not long before his death. But there were also very pleasant times for this family man at that time, that his a favorite daughter married. So there's many facets that Stefan will be aiming to show in the film. It was a difficult time, of course. His eyesight was really starting to deteriorate. He knew this. And there was also a stroke that he had. But nonetheless, the film wants to look at this family man, somebody who had a disabled son as well, Gottfried, who lived lived until he was 25, and he received an awful lot of love and care from Bach. And Stefan wants to be able to show these kind of relationships within the family. Also, something to consider is that Bach was actually an orphan, only at the age of 9, and you know, even in his later years, he was the only one in the Bach family left, and he had already lost all his brothers and sisters, in fact, some many years beforehand. He had long been alone. He had already lost 10 to 11 of his own children.
So he experienced an extraordinary amount of sorrow, and death was never far from the door. And we have this man who is approaching his own death, and he knows it. And what does he decide to do in this time? Da würde ich sogar gern noch was ergänzen. Also weil, du hast das so schön betont, müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen. Der hat ja wirklich eine nicht leichte Kindheit gehabt, einfach. Also die ersten 9 Jahre waren wunderbar und dann sterben ganz plötzlich die beiden Eltern. Und er wächst bei seinem großen Bruder auf. Der hat sich sicherlich gut um ihn gekümmert, aber Bach musste sich wahrscheinlich viele, viele Dinge hart erarbeiten, weil er sie nicht als Mitgift, jetzt mal abgesehen vielleicht von seinem Talent, von den Eltern mitbekommen hat. Ja? Weil er war eben ein Waisenkind. Und dann hat er sich ja doch über das Leben, gesamte Leben gesehen, unglaublich viel erarbeitet. Er ist aus einer Stadtpfeiferfamilie heraus innerhalb von wenigen Jahren der erste Organist Thürings geworden. Weimarer Hof, das war der wichtigste Hof. Da ist er ja also mit noch nicht einmal 30 Jahren Hoforganist. Dann wird er Kapellmeister. Das ist sozusagen der höchste Rang, den ein Musiker bekommen kann an einem Hof in Köthen. Und dann bekommt er irgendwann den Direktor Musices, Kantorenposten, eigentlich in der, naja, man kann schon sagen, einflussreichsten, wichtigsten mitteldeutschen Stadt, eigentlich eins der berühmtesten Kantorate überhaupt. Und das hat er eigentlich alles durch sich selbst geschafft und weiß natürlich auch oder ahnt, was er musikalisch alles geleistet hat. Und dann kommt er eben zum Ende seines Lebens eine Situation, wo er es plötzlich nicht mehr im Griff hat, ja, weil jetzt sozusagen Gott oder wer auch immer ihm sein Augenlicht nimmt. Und das ist sicherlich etwas, wo er sich bestimmt auch hilflos gefühlt hat. Mhm. Aber die Tatsache, dass er dann diese Operation unternimmt, die ja wirklich Risiko ist, die kann funktionieren oder die kann eben nicht funktionieren, zeigt, der hatte wahrscheinlich noch verdammt viel vor. Mhm. And so Michael was sharing with us what a difficult childhood that Bach had experienced. He came from a very loving family, which was a wonderful thing for him, but his parents died very suddenly, one after the other, shortly before his 10th birthday. He was very lucky to be able to go to his older brother Christoph, where he was taken very good care of, but nonetheless, he had to pull himself up by his own bootstraps. He had to work hard. He had to rely upon his talent to get ahead in the world. He worked his way up. He came from a Stadtpfeifer family. At the age of 30, he already held an incredibly important role as a court organist. He was a career man, he made his own way, he was already always in charge of his destiny. And then suddenly he's in this situation at the end of his life, he's dying, he knows it, he is in a helpless situation, he's not in charge anymore. He probably had an awful lot that he still wanted to do, but now he can only put himself in God's hands. Darf ich denn vielleicht eine Frage in der Runde werfen? Das ist alles ziemlich heftig. Was waren die Lichtblicke in sein Leben? So I want to know from you all now, what were maybe some of the lighter moments in Bach's life? We know he had much, much sorrow to confront. What were the joys? Ich stelle mir vor, wenn ihm eine besonders tolle Komposition geglückt ist, dass er dann schon eine tiefe Freude hat. Mhm. Ich kann es nicht sagen. Oder die Idee zum Beispiel, aus Liebe will mein Heiland sterben, zwischen den beiden Kreuzigungsszenen einzubauen, ist wirklich wie in einer Oper. Und diese Süße der Traversflöte, nur die beiden Oboe da Gacchas als Begleitung, kein Continuo mehr und diese Sopran-Arie. So etwas zu finden und dann zu sagen, jetzt, und es dann vielleicht auch zu hören. Aber ich kann mir vorstellen, der große Moment war dann schon, jetzt schreibe ich es und jetzt schreibe ich es und es ist da. Denn ich bin überzeugt, also ich kenne sehr, sehr viele grandiosen Stücke von Johann Sebastian und ich kenne dann noch die übergrandiosen und die übergrandiosen, also aus meiner Sicht. Und ich bin sicher, er hatte auch ein Gefühl für, was er geschrieben hat. Und ich nehme an, er konnte genau einteilen. Wenn man sieht, was er alles für die Hammelmesse verwendet,
Da sucht er sich ja auch die besten Stücke heraus, die nicht irgendwo in einer Glückwunschkantate oder in einer anderen Kantate sozusagen in der Schublade landen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ihn mit einem tiefen Glücksstrahl im Herzen getroffen hat. So really something that you feel certainly gave him great joy in life was when he really felt that he'd written an incredibly successful composition. You mentioned how even in some very intense works between a couple of movements that are very heavy in nature, that he could include something, a movement in between that's very joyous and have this juxtaposition in his music, and that he had an incredible, you believe he had himself an incredible feeling for what he actually wrote, and that it comes across in his music. Perhaps you mentioned also at the end his B minor mass, where you think that all those glorious pieces that he had, all those wonderful ideas that he'd worked out over the years that he had perhaps not been able to put into other compositions, here was his great moment, he could put it all in. Ich kann das nur unterstützen, aber also uns fallen jetzt ein paar Stücke ein, wo wir sagen, das ist sozusagen top. Die Champions League in Bachs Oeuvre. Aber über sein ganzes Leben verteilt musste er ja mehrere solche, ich nenne es jetzt mal ganz, ganz platt, musikalische Orgasmen-Momente gehabt haben, wo er so dachte, jetzt ist mir so ein Riesending gelungen. Ja. Das geht in jungen Jahren los, vielleicht als dann irgendwann mal die C-Moll Passacaglia stand. Ja. Ja, oder die chromatische Fantasie und Fuge. Was muss er sich gedacht haben, als die Bekümmerniskantate fertig war, die er immer wieder aufgeführt hat und immer wieder irgendwie erweitert hat. Das ist seine musikalische Visitenkarte gewesen. Ich würde aber jetzt auch mal noch jenseits dieser Glücksmomente, die er mit sich selbst hatte, wenn er einfach wusste, hier hat er was Tolles zu Papier gebracht, hat vielleicht noch einen anderen Aspekt hinzubringen. Sicherlich gab es auch noch so Momente in seinem Leben, wo er besonders glücklich war, weil er auch von außen diese Anerkennung bekommen hat, das gespiegelt bekommen hat. Und da gibt es sicherlich viele Momente, aber einer, der, glaube ich, in seinem Leben eine große Rolle spielte, der wird jedenfalls sehr prominent geschildert in dem Nachruf auf Bach, in dem Nekrolog. 1754 von Karl Philipp Emanuel Bach, maßgeblich geschrieben und offenbar wirklich Geschichten berichtend, die Bach selber seinen Söhnen immer wieder erzählt hat. Und die Geschichte hier ist die, er geht ja im Jahr 1720, kurz nachdem seine erste Frau gestorben ist, ein ganz schlimmer Moment in seinem Leben, da ist seine Welt aus den Fugen. Und er macht etwas, was uns überhaupt nicht einleuchtet. Er ist ja Kapellmeister in Köthen, also der höchstrangige Musiker an einem Hof. Und er bewirbt sich in Hamburg auf eine Organistenstelle. Es ist zwar Hamburg, eine wichtige Stadt, aber doch so, was den Rang betrifft, ist es wesentlich niedriger als die Kapellmeisterstelle. Und bei seinem Probespiel beeindruckt er alle. Er soll sich dahingesetzt haben und 20 Minuten über den Choral an Wasserflüssen Babylon improvisiert haben. Und dann wird explizit in diesem Nekrolog berichtet, ganz besonders habe ihn gefreut, dass eben diesem Spiel, dieser Improvisation, die wir leider nicht haben, es war ja improvisiert, der alte Organist Johann Adam Reinken, der damals schon fast 100 Jahre alt war, ihm gelauscht habe. Und Bach wusste genau, dass dieser Reinken über den Choral einst eine große Fantasie komponiert hat. Und deswegen hat er nämlich ganz bewusst diesen Choral sich vorgenommen und selber praktisch demonstriert, was er damit machen kann. Und Reinken sei hinterher zu ihm gekommen und habe gesagt, er ist ganz beeindruckt. Ich dachte, diese Kunst würde mit mir aussterben. Nun sehe ich aber, dass sie in ihm noch fortlebt. Und dann heißt es weiter explizit, und dieses Kompliment kam für Bach umso unerwarteter, weil er wusste, dass Reinken immer eigentlich sehr neidisch und so weiter gewesen wäre und zugleich eben eins seiner ganz großen musikalischen Idole. Und ich glaube, das war wahrscheinlich wirklich so ein Moment, wo Bach einfach das als eine riesige Belohnung für all die Arbeit, all dieses eifrige Nachsinnen um die Geheimnisse der Harmonie, das wird ja immer so beschrieben, dass das so seine Herangehensweise gewesen wäre, belohnt wurde. Vielleicht sind ihm da die Momente zurück wieder in den Sinn gekommen, wo er schon
als Teenager im Haus seines großen Bruders sich nachts heimlich die Noten abgeschrieben hat. Ich hatte das Glück, vor einigen Jahren tatsächlich Bachs eigene Abschrift von dieser Reinken-Fantasie an Wasserflüssen Babylon, die er sich als 15-Jähriger in Lüneburg gemacht hat, zu entdecken. Und dann war das sozusagen eine Bestätigung für all die Arbeit von einem, den er sozusagen als Kind total verehrt hat, also den er sozusagen als Starschnitt, als Poster an seiner Wand hatte, ja, literally. Okay, Michael. Das war jetzt viel Text, sorry. It's okay. So for Michael, one of the most important things that he feels would have given Bach great joy in life was the recognition that he became for his work. There's several stories in the obituary, the necrologue, the very long obituary that was published 4 years after Bach's death, stories from his son that explained various stations in his life. And one of these is that after the death of his first wife, that even though he held an extremely important position in Köthen, he decided to apply for a position in Hamburg that was actually quite a little bit lower, but he traveled to Hamburg. And just a position as an organist in a church. Yes, oh. And he played for 20 minutes an improvisation on, what was it exactly? An Wasserflüssen Babylon. Okay. And somebody who was there at the time was Reinken, almost 100 years old at that time, somebody that Bach admired greatly himself. And one of his really important models, actually. Exactly. And I believe that when Bach, as a teenager, lived with his brother, that he, with these moonlight manuscripts, that he snuck out of Christoph's cabinet in the evenings and copied in secret, that there were works from Reinken among those. And Reinken is said to have said to Bach after this 20-minute improvisation, "Bach, I believed that this skill would die with me, but I see that it lives on in you." And that would have given Bach an incredible sense of satisfaction, and that would have been an extremely joyous moment in his life to receive that. Das wäre doch eigentlich jetzt eine wunderbare Möglichkeit, lieber Rüdi. Ich dachte auch also schon 20 dran. Minuten haben wir nicht. Wir haben ja noch viele Fragen, die wir beantworten wollen. Aber du weißt ja auch um diese Geschichte. Und Bach muss den Reinken da wirklich beeindruckt haben. Und jetzt vermittle du uns mal einen Eindruck, was er gemacht haben könnte. Vielleicht auf dem Höhepunkt dieses Stückes, was den Reinken dann wirklich sprachlos werden ließ und ihn zu diesem großen Kompliment veranlasste. Mein Vater hat immer gesagt, du musst nicht eingebildet sein. Du sollst nicht eingebildet sein. Und jetzt probiere ich es. Also mindestens als Humble Hunter zu lösen. Ich würde es eigentlich gerne so machen, ich nehme nicht den ganzen Choral, sondern nehme Schmücke dich, o liebe Seele, und mache dort vielleicht die Schlussfuge. Gut. Wir sind gespannt. Michael has given Rudy quite a job. Rudy is now expected to maybe not do a 20-minute improvisation, but to give us a little bit of a taste of something that might have impressed Reinken that much towards the end of such an improvisation. Rudy is a humble person, and he always said, well, my dad always told me not to get too much of a big head, but I have an idea for a little improvisation on... Schmücke dich, o liebe Seele. Schmücke dich, o liebe Seele. Ja. Thank you.
Willst du oder ich? Stefan. Wir dachten ja, diese Kunst sei ausgestorben. Aber wir sehen, sie lebt weiter. Ja? Du hast mir meinen Gedanken. We are all thinking the same thing. If Bach could be here, he would have said, I thought that this, had, this art had, by, had died with me, but we see it lives on in Rudi Lutz. Und ich weiß, das wäre mein großer Wunsch. Ich würde gerne Bach begegnen. Das bin ich sicher nicht der Einzige, aber ich würde vor allem mich anmelden, damit ich bei ihm Kurse in Komposition und Improvisation nehmen dürfte. Mm-hmm. So Rudi, it would have been your greatest wish to have met him and had the opportunity to have learned composition from him, actually. Und ich bin mir sicher, er würde dich aufnehmen. Also wir wissen ja, dass Bach wirklich viele Schüler hatte. Seine Söhne sind alle gut geratene Beispiele, aber auch darüber viele, also darüber hinaus viele, viele andere prominente Namen. Aber es wird eben auch explizit gesagt von Karl Philipp Emanuel, seinem zweitältesten Sohn, der von dem ersten Bach-Biografen Johann Nikolaus Forkel mit Fragen durchlöchert wurde, dass er keinen als Privatschüler bei sich aufgenommen hat, auch seine eigenen Söhne nicht, wenn er nicht von ihnen schon einmal eine Arbeit vorgelegt bekommen hat, aus denen er ein Genie erblickte. Und da würde ich sagen, Rudi, du wärst dabei gewesen. So, Bach had many students, Rudi, and we don't doubt for a moment that he would have taken you. His son, Karl Philipp Emanuel, of course, gave the biographer Forkel an awful lot of important information about Bach. But one of those anecdotes is that he never took on a private student without first having seen, what was it? Some kind of work. A first example of a composition. So, because he wanted to recognize a genius in it, at least. He needed to be sure he could identify elements of genius in the work before he said, I will take on a private student. Okay. In deinem Film, Stefan, gefällt mir, wie du, ich durfte das Drehbuch ja schon mal lesen, wie du liebevoll, ich mag mich vor allem auch an Gottfried erinnern, diese Beziehung zu diesem behinderten Sohn hat mich sehr berührt. Aber du hast auch Schülerbeschreibungen, Studentenbeschreibungen, Unterricht, Szenen hineingenommen. Könntest du uns da noch ein bisschen davon erzählen? I'll just ask that in English first. Yes. Rudi has had the pleasure of being able to read the script already for your film. He's particularly touched by the depiction of the relationship to Gottfried, his son, but also many of the students involved in the film as well. And he wants to hear more about that from you. So viele Szenen sind es bislang gar nicht, die das die Beziehung zu Schülern besprechen oder erzählen. Doch, Mythel zum Beispiel. Ja. Und auch der kleine Johannes zum Beispiel und solche Sachen. Ja. Also ich glaube wirklich, dass er, wenn er so jemanden entdeckt hatte, da eine ganz große Fürsorge entwickelt hat. Also dass neben der Entfaltung der eigenen Kreativität, des eigenen Schöpfens, es für ihn ganz offensichtlich eine große Freude war, das weitergeben zu können und zu sehen, dass es wächst und weitergeht. Und dass er da auch sich auf Gespräche eingelassen hat, fantasiere ich, das ist ja nichts überliefert meines Wissens, aber dass das eine ganz große Freude ist, eine Resonanz zu sehen und zu erkennen oder in jemandem zu erkennen, so war ich wohl auch oder ich kann dem das geben, was ich gewollt hätte. Und diese Generativität, dieses, was er ja auch familienmäßig ganz stark kannte, dass er sich sehr plötzlich begann, für seine Genealogie zu interessieren und sich gesehen hat in einer Abfolge von Generationen und auch gewünscht und gewollt hat, dass das mit seinen Kindern weitergeht. Und das finde ich sehr, sehr schöne Elemente, ja. Mm-hmm. So, Stefan, some elements that you're really wanting to include in your film is how much care that Bach gave to the people around him, including his students. He was probably a very generous teacher. He was
he may have even seen elements of himself in his students. Oh, that's what I was like when I was young. Maybe I can give what I would have needed myself at that time. He became very interested in his own genealogy, the path that he had taken. He, of course, he came out of a family that was a musical institution, and his will for that to continue on in his own family. Mm-hmm. Noch ein was sogar dazu ergänzen, also noch ein weiteres Kompliment dem Lehrer Bach machen. Also er hatte viele Schüler, und was mich aber auch so beeindruckt ist, der hat ihnen allen ein Handwerk auf den Weg gegeben. Wird ja sehr schön beschrieben, auch wieder von Carl Philipp Emanuel Bach. Erstmal wurden Choräle ausgesetzt, ja, ganz systematisch. Dann kamen dann irgendwann die Fugen und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt die Schüler anschauen, schon allein die Söhne, jeder hat seinen eigenen Stil. Ja. Also er hat Johann Sebastian Bach als Lehrer hat nicht lauter kleine Johann Sebastian Bäche gezüchtet, sondern er hat praktisch das, was das, ich glaube, das meinte auch mit, er wollte erstmal diesen Funken von Genie in einem potenziellen Schüler erblicken, dass er wusste, der ist in der Lage, sozusagen eigene musikalische Ideen zu entwickeln, Melodien und so weiter. Und ich bringe ihm das Handwerk dabei, bei, also das Rüstzeug. Und vielleicht noch eine Geschichte, also um wieder auf den Man Behind the Music zu kommen, also der dann auch stolz ist, das zu erreichen, das Handwerk weiterzugeben, aber das Genie, dem Genie auch Freiheit zu lassen, sich zu entfalten. Der Carl Philipp Emanuel Bach berichtet auch so ganz wunderbar, dass er eben häufiger mit seinem Vater dann Konzerte belauscht hat, und der Vater hätte eben immer, nachdem er ein Thema gehört hat eines fremden Werkes, eine Freude gehabt, seinem Sohn dann zu sagen, dies und jenes kann man alles mit dem Thema machen, und dies und jenes müsste der Komponist auch von Rechts wegen anbringen. Also dann einer, der sein Handwerk versteht, der müsste dann irgendwann im Verlauf des Stückes dann noch dieses oder jenes Kunststück bringen. Und das war, ich glaube, daran hatte er selber einen Spaß. Das war diese große Denkaufgabe, die er sich wahrscheinlich Zeit seines Lebens gestellt hat. Aber es war eben auch sein Wunsch, diese satztechnischen Ideale weiterzugeben, ohne das Genie in einem Schüler die Kreativität kaputt zu machen, um damit auch letztlich zu ermöglichen, dass ich Musikgeschichte weiterentwickeln kann. Mm-hmm. So, Bach was a very generous teacher, and he was very conscientious about ensuring that all of his students learned the basics. They started with the chorales and moved on from there. But what's really important to see about all those students that he had, that every single one of them has their own distinct style. And so Bach wasn't trying to create a whole series of little Carl Philipp Emanuel Bachs or even a mini Johann Sebastian Bachs, but he wanted to identify the genius in each one of his students and give them the tools to be able to realize it. And that there's a very nice anecdote from C.P.E. Bach. He used to attend many concerts with his father, and his father would often hear the theme of something and whisper to his son, "If that's the theme, this is what he should be able to do with it," and to already be able to hear what the potential was in that theme compositionally, and that composer should be able to achieve with that theme. Und ich muss sogar noch ergänzen, das Ende dann dieser Absatz mit den Worten: und er freute sich dann unglaublich, wenn seine Vorhersage eintraf. And that he was always incredibly happy when his predictions were correct. Ich kann das sogar bestätigen. Mm-hmm. Wir arbeiten ja nach diesen Bachschen Methoden an der Schola Cantorum Basiliensis. Mm-hmm. Also wir arbeiteten in diesen 25 Jahren. Und dann, als die einzelnen Studierenden mit einem Thema so umgingen, da haben wir Dozenten uns dann oftmals angeschaut und gesagt, schön war das. Oder es kam irgendein unerwarteter Akkord. Diese Freude des Mithörens als sozusagen als Schöpfer der eigenen Werke und nicht nur einfach als Interpret der Noten. Das war natürlich diese Bachsche Methode. Und ich glaube, da sind wir natürlich jetzt bei der Musik, aber auch vielleicht beim Menschen Bach, der mit dieser unendlichen Freude eben auch anerkennend sagte, das war großartig und so wäre es vielleicht nicht. Mhm. Und ich glaube, dass diese Freude auch handwerklicher Art war. Also er
hat ja ungemein viele Instrumente gespielt selber, aber auch das Interesse, wie ist eine Orgel gebaut, also die Orgelprüfungen, ich bin sicher, der hat dabei auch so viel getrunken, weil ihm das so Spaß gemacht hat, die Lunge der Orgel zu testen und auszuprobieren, was tönt da und was könnte man noch besser machen. Und sollen wir das mal schnell machen? Kannst du ja. Da gerne. Na, das kannst gleich du machen jetzt. Wie mache ich das? Einfach da, voll drauf. Testen wir die Lunge. Warte schnell. Ja, ist gut. So, I think we're here John. With Bach's Joy in testing out organs. Ja, man sieht, die Orgel hat nicht so viel Luft, gell? Der Ton macht den zusammengefallen. Ja. Also da darf ich ergänzen, es gibt auch überliefert, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer es ist, ich glaube, Forkel schreibt es, der erste Bach-Biograf. Bach hätte zu Beginn einer Orgelprüfung immer gesagt, zuerst muss ich sehen, ob die Orgel eine gute Lunge hat. Ja. Er hätte quasi alle Register gezogen, ob es dann wirklich so klang, weiß ich jetzt nicht. Und jedenfalls, das war der Moment, wo die Orgelbauer, die ja dabei standen, wirklich mit Angst und Schrecken warteten oder hofften, dass sie irgendwie bestehen damit. Ja. We're talking here about Bach's joy in the organ. He was around organs from his very, very earliest years. He often had to test them when a new organ had been built. He was brought in as the expert, and the very first thing he had to do was check its lungs, which Stefan showed to us in a rather impressive manner. But the organ, yeah. But his joy in the organ was something quite exceptional. I had a little question I wanted to ask when we talked about some of the joys in his life. We haven't talked very much about the women in Bach's life yet. And I had something I really wanted to hear you play on the organ. You asked me yesterday, Alice, what would be your idea for a job at the organ for me? And I was thinking, after all these sorrows that Bach had experienced, his first wife dies unexpectedly. He's away on a work trip with Prince Leopold, comes home and finds his wife has died suddenly in his absence. He is a widower for a year. He did not just marry the next best person, as may have been opportune. He waited. One day, he meets a wonderful young singer, Anna Magdalena, a wonderful soprano, I believe. The good feeling that he has in his heart, the joy, he's met someone. Life is full of new hope and new opportunity. How can he impress her? You can say that in German now, then I've got a few moments to try to imagine. Ich habe kurz reklamiert, dass wir gar nicht so viel über die Frauen im Leben von Bach gesprochen haben, viel über seine Söhne, über seine Schule. Ich wollte, dass Rüdi uns etwas zeigen kann am Orgel, wie es für Bach war nach dem Tod von seiner ersten Frau. Er ist ein Jahr lang allein. Er lernt eine junge Sopranistin kennen. Sie ist 16 Jahre jünger. Sein Herz sieht eine neue Möglichkeit. Wie kann er sie beeindrucken? Er nimmt ein Thema von Stölzl vielleicht. He takes a theme from Stölzl. Thank you.
Also Rödi, wenn du so schön bist du bei mir in diesen Stück hineinarbeitest, dann hätte sie echt nur Ja sagen können. Yeah. Anybody who puts bist du bei mir into their music can only get a very heartfelt yes as an answer. Mm-hmm. Thank you, Rödi. Welcome. Mm-hmm. Ich meine, wir Musikwissenschaftler sind ja auch, oder überhaupt Bach-Biografen, Leute, die sich mit The Man Behind the Music auseinandersetzen, sind natürlich immer auch versucht, weil es so wenig Dokumente über ihn gibt. Mhm. Hingegen viele, viele Werke, mhm, letztlich aus den Werken auch sozusagen Rückschlüsse, mhm, auf biografische Ereignisse oder so zu ziehen, ja, dass er da irgendwie die Dinge da... Biografie, eigenes Erleben in den Werken verarbeitet hat, ob das so ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber diese Episode des Kennenlernens von Anna Magdalena, sich neu verliebens, wenn man dann so schaut in diese überlieferten Köthener Werke, da findet man auch wunderbar, finde ich, den Soundtrack zum Kennenlernen. Mhm. Ganz wunderbar, weichet nur betrübte Schatten, ja, diese Sinfonia zu Beginn, wo man wirklich den Eindruck hat, da wären buchstäblich die Kummerwolken von der Oboe weggeblasen. Ja. Ein Beispiel, unglaublich packend, ergreifend, und das kann gut miteinander zusammenhängen. Was mir aber auch immer noch einfällt, und vielleicht gehört das zum Zärtlichsten, was Bach vielleicht je zu Papier gebracht hat, könnte man gerne widersprechen, das E-Dur-Violinkonzert, ja, hat ja einen Mittelsatz, der in Moll steht. Ja, und mit so einem passacaglienartigen Bass, also der sich da immer wieder wiederholt, also geht sehr traurig, getragen los, und dann geht mittendrin plötzlich die Sonne auf. Ganz zärtlich, aber zugleich zerbrechlich ist das, glaube ich, eine H-Dur-Tonleiter, die dann die Geige so nach oben spielt, und man hat so den Eindruck, da wandelt sich eine Trauer in ein Pflänzchen von Freude um, was noch tatsächlich erstmal zerbrechlich ist, aber unglaublich zärtlich. Und das ist, ich weiß nicht, kannst du es anspielen? Es ist jetzt mir nicht im Kopf. Gut, ich singe es jetzt besser auch, ja, nicht, weil da bin ich ganz schlecht drin. Hausaufgabe, bitte anhören den Mittelsatz des E-Dur-Violinkonzertes. In der Mitte wirklich eine Insel, wo aus einem eigentlich sehr traurigen Effekt mit das Zärtlichste entsteht, was Bach je komponiert hat, wie ich finde. Ich hätte vielleicht jetzt aus dem Doppelkonzert den Und dann singt die, das ist ja ein Duett dann. Die sitzen Duett, sozusagen auf der Bank zusammen vorm, ja, Schloss, genau, und halten Händchen. Ja. Mhm. Wäre das ein Bild für dich? Das wäre sicher ein Bild. Also ich habe ein Bild, dass er blind Anna Magdalena bittet, bring mich nochmals rüber in die Kirche, in die Thomaskirche, und sich hinsetzt und dann drauf los improvisiert und dann eines aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach schlummert ein, ihr matten Augen, was sicher eines der Familienhits war, spielt und sagt so, und jetzt sing auch dazu, und sie, in der Kirche darf ich doch nicht singen. Doch, ich habe gefragt, du hast die Erlaubnis. Und dann singt sie das, ja? Ja. A lot of work. Try and pull all those threads together. Michael, as the scholar among us, you were explaining that we don't have so much documentation about Bach's life, and that it's very easy then to start looking at his music and drawing conclusions about his life and putting certain scenes from his life together with the music. You mentioned a couple of favorites of yours, suggested maybe Rudy played one of them, that expressed really the tender feelings in his life. Rudy had another one that for him really was the piece that expressed that those tender feelings that Bach felt. It all comes together as to how is Stefan going to put that all together into his film. Anna Magdalena and her relationship with Bach, and you were saying you have a scene there where he says, bring me to the church, and she accompanies him. He's already blind. He's already blind, and she accompanies him to the church, and she encourages him, I believe, to...
not only play but also sing. He schlummert ein in matten Augen, and he encourages her. He encourages her to sing in the church with in Leipzig, which in Leipzig was not allowed at that time. Ah, okay. Okay. Yeah. Ich meine, die Idee macht ja wirklich Sinn, weil wir wissen, schlummert ein in matten Augen diese unglaubliche Arie aus der Ich habe genug Kantate, wo ja wirklich das Einschlummern hineinkomponiert ist durch diese endlosen Wiederholungen und so weiter. Und diese Arie muss tatsächlich, das kann man sagen, bei der Hausmusik der Bach-Familie eine bestimmte Rolle gespielt haben, weil es gibt einfach diese Bearbeitung für Cembalo oder eben Orgel und Gesang eingetragen ins Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Und dann kann man sich das natürlich wirklich wunderbar vorstellen, also dass dieses Stück herausgelöst aus dem ursprünglichen gottesdienstlichen Kontext einfach zu Hause nochmal eine ganz andere Rolle spielt oder eben abends allein in der Kirche. Ja. So, you were saying, Michael, that he actually came up with an exceptionally good choice. This was actually an extremely important aria, I believe, from the cantata Ich hab genug. Yeah. Mm-hmm. And that was probably a piece that was integrated into the Bach family in the music making at home. It's also noted down in the Notenbüchlein from Anna Magdalena. So it was certainly a piece that was very close to the heart of the Bach family. I think it sort of might be time flows by, and I think it would be lovely to end our colloquium on Bach with perhaps one important question for each other. I've got one question for you, Stefan, was mich sehr interessiert. Du wirst ja den Johann Sebastian darstellen als Person, wie wird er der aussehen? Wie wird er sein? Wie wird seine Ausstrahlung sein? Mm-hmm. So dass du sagst, ja, das ist jetzt mein Johann Sebastian. Mm-hmm. So we have to move now to the last question. Time is passing by, but the last question is for Stefan. What does Bach look like for you? Wir haben dieses eine Bild, was wir kennen, ja. Ich werde aber nicht darauf aus sein, das möglichst genau zu kopieren in einem und einen Schauspieler zu finden, der das so ausschaut. Ich muss trotzdem einen kleinen Umweg machen und sagen, das ist ja einfach ein Wahnsinn, das trennen uns 300 Jahre plus minus. Wir haben unseren Filter heute, wie war das zu jener Zeit? Zum Beispiel überlege ich mir hier und da jeweils, wir haben ja die Musik dauernd zur Verfügung. Wir können das auf unseren Smartphones und CDs und wie auch immer hören. Das war nicht so zu jener Zeit. Das war so eine andere Zeit. Also ich werde ganz bestimmt versuchen, mit dem ganzen Team und mit diesem Bach-Schauspieler zu versuchen, diesen Weg zu gehen in eine ganz andere Zeit. Dass die Musik nur, wenn sie gespielt wurde, war sie hörbar, sonst quasi nicht reproduzierbar. Eine Matthäus-Passion hat man ein-, zweimal gehört und sonst nicht. Und wir können das jederzeit. Auch Bach selbst. Ja, das ist, oder das Licht nachts, wenn wir sagen, nachts hat er sicher, ich glaube, der hat nachts komponiert, unter anderem, aber... Wie ging das mit Kerzen oder Öllampen und diese Schrift und die Augen? Das heißt, ich werde ganz viele dieser Dinge versuchen zu benutzen. Auch die Kleidung und die Perücken, wann hat er sie angehabt, wann weggelegt, um uns zu helfen, diesen Weg zu verkürzen zu jener Zeit und gleichzeitig den Respekt zu behalten, dass wir wissen, wir erzählen aus einer Zeit, die wir nicht eins zu eins erlebt haben, wir erzählen von einer anderen Zeit. Und da suche ich, dass es uns gelingt, diese Vielfalt nicht zu erdrücken oder dass das offen bleibt, auch für die Zuschauenden,
dass sie auch dazu noch selber einen Schöpfungsakt beifügen können. Ja. So Stefan was telling us that for him what's not so important is to be able to really show what Bach may have looked like when we're also not really sure, but to really draw people into those times when he lived. 300 years have passed since that time, and you know we have his music and everybody's music generally at our fingertips all the time. That wasn't the case for Bach in his day. He himself would have only heard the St. Matthew Passion performed twice. It's almost unthinkable for us today. And you know, what was it like to live in that kind of world? What was it like at night when he worked with the light fading and also his eyesight fading at the same time? What kind of clothes did he wear? When did he wear a wig? When did he take it off? It's important for you to be able to show that world of his in all its richness. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Wie war die Selbsteinschätzung von Johann Sebastian Bach? Was hat er von sich selber gehalten? One very last question for Michael. What was Bach's perception of himself? What did he think of himself? Ich würde es gern sehr konkret beantworten können, ja, weil ich natürlich ihn auch das selber auch fragen würde. Hast du eigentlich schon geahnt, dass deine Musik, die du da zu Papier gebracht hast, Kantaten für einen bestimmten Sonntag, eine bestimmte lutherische Gemeinde, heute 300 Jahre später über alle kulturellen, geografischen, konfessionellen Grenzen hinweg geliebt werden. Also ich wünsche ihm, dass er das erleben könnte. Ja. Leider hat uns Bach da selber nicht wirklich Dokumente hinterlassen. Also wir haben allerdings nur, also wir haben immerhin über diese Aussagen der Söhne, die einfach ganz explizit auch wieder im Nekrolog sagen, keiner hat wie er sofort durchschaut, was man mit einem Thema machen kann, wie man es polyphon durchdringen kann. Das haben also offensichtlich die Söhne so gespürt, so empfunden. Und natürlich muss es dann der Vater auch irgendwie so zumindest gespürt haben. Es wird auch gesagt, seine Melodien waren sonderbar und keinem anderen Komponisten gleich. Ja, und das stimmt ja wirklich. Also die Melodien, die Bach erfindet, oft sind sie endlos, aber es ist gar nicht so leicht, sie sich einzuprägen. Was er dann daraus macht, ist aber das Erstaunliche. Und dann würde ich ja schon mal sagen, also wenn jemand hingeht und gleich zweimal repräsentativ Präludien und Fugen durch alle Tonarten komponiert und da ihm quasi der Quintenzirkel zu Füßen liegt, dann ist das ein Statement. Ja. Wenn jemand zum Ende seines Lebens nochmal demonstriert, was er mit einem wirklich erstmal sehr belanglos klingenden Fugenthema machen kann und dem Ganzen dann auch noch den Titel Die Kunst der Fuge gibt. Okay, man muss zugeben, den Titel hat wahrscheinlich nicht Bach selber festgelegt, hat er die Drucklegung nicht mehr erlebt. Vielleicht waren das die Söhne, aber auch wenn die entscheiden, wir nennen diese Kollektion Die Kunst der Fuge, dann ist das ja sozusagen das Statement, dass hier der Gott des Kontrapunkts nochmal ein Lehrwerk hinterlassen hat. Also ich glaube schon, mit anderen Worten, der Bach hat geahnt, dass er eine ganz besondere Begabung geschenkt bekommen und ausgeprägt hat, wie wenige andere, ob er wirklich geahnt hat, dass wir alle ihm heute so zu Füßen liegen, das weiß ich nicht. Aber darf ich zum Schluss noch einen Witz erzählen, den ich so schön finde? Bach wurde ja oft mit dem Göttlichen so in Verbindung gebracht. Es gibt viele Aussprüche berühmter Komponisten. Maurizio Kagel sagt so schön, nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle an Johann Sebastian Bach. Ja. Aber es gibt einen also besonders hübschen Witz, wie ich finde. Ein Musiker kommt in den Himmel und freut sich, dass er jetzt nun endlich Antwort auf diese Frage bekommt, die er sich lang gestellt hat, der liebe Gott. Hört er im Himmel nun Mozart oder hört er Bach? Und dann tritt er also in den Thronsaal, Gott steht ihm gegenüber und der Musiker
vernimmt aber aus der Ferne eine Mozart-Melodie und ist ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil insgeheim hat er eigentlich gehofft, dass Gott Bach hört. Und guckt offenbar etwas irritiert und Gott spricht zu ihm, warum guckst du so verunsichert? Und dann sagt eben der Musiker, na ganz ehrlich, ich hatte eigentlich gedacht, lieber Gott, dass du hier im Himmel Bach hörst und nicht Mozart. Und da greift Gott seine Hand und sagt, willkommen im Himmel und ich bin Bach. Ah, ein herrliches Schlusswort. Will you translate that for us, okay. Alice? I need to turn back a few pages. Wait one moment. Of course, you were asked what Bach thought of himself, and you say, well, you ask yourself that too. You did Bach realize that after 300 years that we would all be there at his feet, listening to his music, that he would be seen as the greatest composer in the history of Western art music? And you say, perhaps he didn't know that much, but he certainly knew he was something else. And, you know, even though he never expressed his own ideas on who he was, that his son certainly had several times, you believe that Bach did know. He knew that what he could do with a melody was something very, very special, even if it was just a very simple melody, the endless possibilities of things that he could do with them. He wrote The Art of the Fugue right at the end of his life. If you have the guts to call your piece of music The Art of the Fugue, then it's a statement, even if he didn't know, even if that wasn't the title from him, perhaps the title from his sons, it's a statement about how you see yourself. This is a treatise on the fugue. And then you finished off with a nice little joke that maybe you want to tell it yourself in English about, because I know you can, about musicians in heaven. So a musician is arriving in heaven, and he was all of his life curious to learn if God in heaven used to listen, or if God's favorite composer is Mozart or Bach. So, and then he arrived in heaven, face to face to God, and suddenly he realized a Mozart melody in the background, He is quite irritated because deep in his heart he expected that God's favorite is Bach. So, and he looked a little uncertain. So, and God asked him, "Why are you looking that irritated?" And musician replied, "Yes, God, I expected that you listen to Bach and not to Mozart." And God answered, "Look, my friend, welcome in heaven. I'm Bach." Thank you. Yeah. Ladies and gentlemen, I think it's time to say thank you. Alice, was great how you helped us to get that so quickly into English. Herzlichen Dank, Michael, für deine fulminanten Worte. Und ich freue mich, Stefan, und ich glaube, wir alle freuen uns auf deinen Bach-Film außerordentlich. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Danke.